So, jetzt ist es wieder da. Sorry, der Ton war aus gewesen. Also, dann jetzt nachträglich. Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Marvel Battlelines. Ich hoffe, ihr habt das Halloween-Event am Anfang gesehen. Wenn nicht, spult einfach nochmal ganz kurz zurück. So, ja, Tony Stark. Durch das Portal sieht man ein etwas verzerrtes Asgard. Goldene Türme, vielleicht ein Bereich des Bifrost. Siehst du da oben das, was ich sehe, Tony? Guck mal. Sieht wie Asgard aus, oder? Was Merkwürdiges, weil die Stäbe von Watoomb nicht aus Asgard kommen. Die haben eher was mit Dr. Strange zu tun. Stäbe? Ja, es sind sechs, um genau zu sein. Ich habe nur einen. Und was ist mit den anderen fünf? Gucken wir mal, was mit den anderen fünf ist. So, auf einmal sehen wir, wie Loki hämisch grinsend neben dem Stab steht. Was für eine einschneidende Frage. Da ist er, der Loki. Das Portal ist nicht nur ein Pfad nach Asgard, die Wand zwischen Zeit und Raum selbst ist eingestürzt und eure Feinde sind überall. Ich werde sehr, sehr interessiert beobachten, was als nächstes passiert. War das wirklich Loki? Spider-Man! Wo bist du hergekommen? Spidey! Komm schon, Tony. Merkwürdige Lichter am Himmel. All die Geschehnisse auf dem Avengers Tower. Denkst du wirklich, ich würde mir das entgehen lassen? Weißt du? Black Widow sieht sich das riesige Loch am Himmel an. Bald wirst du dir wohl wünschen, dass du genau das getan hättest. Na, dann schauen wir mal, ob wir uns das gewünscht hätten. Oh, okay. Aus dem Portal am Himmel strömt eine Armee aus Skeletten, die auf den Avengers Tower fallen. Na, gucken wir mal. So. Avengers Tower. Was? Das war's schon. Completed. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja. So, gucken wir mal. Nordische Untote in meinem Haus? Nicht mit mir. Legen wir los. Warum nehmen wir den Zivilisten mit? Niemand von uns weiß, wie man die Splitter benutzt. Wenn der Würfel das hier verursacht hat, könnte man vielleicht mit den Splittern das Portal schließen. Wir brauchen den Zivilisten, um das herauszufinden. Den Zivilisten? Meinen die damit mich? Wo ist Thor? Eigentlich sollte er hier sein. Wenn Hela in New York einfällt, was passiert dann in Asgard? Wasp! So. Wasp ist jetzt auch mit am Start. So, dann lass uns doch einfach mal dieses Level hier starten. Hela! Ist sie die mit den großen schwarzen Stachelhelmen? Ich sag Hela, Hela. Spider-Man. Hawkeye. Ja, warum? Ist sie hier? Genau hier. Midgard. So viele Leben zu verschlingen. Hel wird sich über diese gesamte Welt erstrecken. Da ist Hela. Alle auf Mrs. Goth. So, jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier draus machen. Du bist dran. Ich hole mir jetzt als allererstes mal den da. Und dann gucken wir mal. So, dann haben wir Hawkeye. Jetzt kommt der mit dem da. Wieso setzt er den da unten hin? Der gibt doch überhaupt keinen Sinn, Kollege. Dann würde ich sagen, spiele ich mal. Den hier, weil ich muss ja diese Dreier-Lane blocken. Gucken, was er jetzt macht. Ja, das ist natürlich jetzt nicht ganz so toll, muss ich sagen. Jetzt muss ich mal schauen. Füge dem Feind mit dem geringsten AP durch einen Pfeil 160 bis 180 Schaden zu. 160 bis 180, das, ja. Wer wäre das? Welcher wäre das? Was haben wir hier? Nicht mal jetzt wird, rufe einen Shield-Agenten mit 80 auf ein nahegelegenes Feld. Das könnte unter Umständen Sinn machen. Und dann schauen wir mal, wo er den hinsetzt. Das wäre natürlich geil, wenn. Nein. Okay, jetzt hat er den da. Alles klar. Den anderen habe ich aber geblockt hier. Ich muss jetzt als allererstes erstmal den hier hinflatschen, um da diese Vierer-Lane zu blocken. Okay.
So, ja, ist ja gut, 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 das wollte ich ja gar nicht. So, jetzt machen wir hier den Tor hin, dann blockieren wir damit auch schon wieder dieses Dreier-Ding. So, und jetzt könnte es unter Umständen interessant werden, nämlich wenn ich jetzt hier den da wegballer, da oben, bam, und dann da oben den mit hinsetze. Und jetzt gibt's richtig eins auf die Mütze, mein Freund. Jetzt habe ich nämlich meine Vierer-Lane zusammen. Und ich würde sagen, der ist besiegt. Kaboom! Jawohl. Sehr, sehr nice. Jetzt gucken wir mal. Zu viele Skelette im Weg. Sie ist weg. Verdammt! Halt, warum dieser überstürzte Angriff? Und da kommt der Tor. Da musst du schon unsere liebe Frau vom immerwährenden Schrecken da drüben fragen. Ich meine, warum musst du es so schnell handgreiflich werden? Verhandelt. Warum muss Blut fließen? Bilde ich mir das ein oder? Nein, Thor will, dass wir es vermasseln. Hela ist keine Fanatikerin. Würdest du reden, würde sie zuhören. Du meinst ernsthaft, wir sollten verhandeln? Was bieten wir an? New Jersey? Sie bekommt es als neue Unterwelt und wir drücken alle ein Auge zu? Du machst dich über mich lustig, Stark. Weil es eine blöde Idee ist. Darüber können wir später streiten. Im Moment ist Hela in New York unterwegs. Okay, Hela ist in New York unterwegs. Success, Kampagnenlevel. Jetzt habe ich da unten so einen neuen. Gehen wir gleich zum nächsten Level. So, Avengers Tower wird jetzt abgeschlossen hier. Team, ich habe Hela gesichtet. Sie ist kaum zu übersehen. Okay. Da haben wir das nächste Match. Hela, die Welten sind in Aufruhr. Midgard ist nur eine von neun. Sicher ist es besser zu reden als zu kämpfen. Hey, Goldlöckchen, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Wir haben Gelegenheit, uns zu unterhalten, wenn eure Seelen zu meinen Legionen gehören. Besiege Helas Skelettarmee. Ich bin dran, dann fangen wir so mal an. So. Warte das. Okay. Alles klar. Dann muss ich die Dreier-Lane schon wieder jetzt hier dicht machen. Soll ich mal kurz überlegen. In jeder Runde. In jeder Runde. Das ist natürlich schon übel, aber da brauche ich drei Stück und ich habe drei Stück. Also dann machen wir das doch einfach mal. Aber danach kann ich sonst nichts mehr spielen. Das ist auch doof. Oder? Wir machen jetzt erstmal das hier und den Tor spiele ich später noch. So, dann haben wir den nämlich sowieso schon einmal hier weg. Infanterist, okay. Plus eins, plus eins. Ich muss jetzt aktuell erstmal das dort blocken. So, was macht er jetzt? Jetzt kommt er mit dem da. Oh, natürlich jetzt nicht so wirklich prickelnd, sage ich mal. Ich kann das andere ja immer noch blocken, dann hinterher im Nachhinein. Jetzt mache ich erstmal das dort. Nee, das mache ich nicht. Ich mache das hier. Weil er wird wahrscheinlich nebendran sowieso den. Nee, macht er nicht, aber ich will das haben. Weil er muss jetzt den setzen. Dann setze ich den da oben und blocke jetzt als nächstes. Erste Mal muss ich jetzt die Lane hier zumachen. Ja, dann kommt er da oben mit der Dreier. Er hat eine Dreier-Lane. Er hat. What? Oh mein Gott. 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 Was ist jetzt passiert? Jetzt habe ich irgendwie ziemlich scheiße gebaut, habe ich das Gefühl. Was? Rufe den Charakter und füge zwei Feinden durch intelligente Raketen. Okay, das müsste eigentlich dann reichen. Wenn ich den setze,
Ja, jetzt habe ich die erstmal weg dort. Es müsste trotzdem noch reichen, dieses Match zu gewinnen. So, jetzt könnte ich 1720 Schaden machen. Das könnte ich machen. Ich kann aber auch als allererstes jetzt, um da die Lane dicht zu machen. Ich weiß halt nicht, wie viel Leben der hat. Ich kann es nicht beurteilen aktuell. Ich kann es aktuell nicht beurteilen. 1720. Hat er 1720? Wenn nicht, habe ich verloren. Und das will ich nicht. Deswegen setze ich jetzt erstmal den dahin. Dann gucken wir, was er jetzt macht. Das dort. Okay. Jetzt setze ich Tor hier hin. Jetzt habe ich zumindest schon mal diesen Dreierangriff. Genau, diese Dreierlane könnte unter Umständen. Jetzt sehe ich jetzt auch mal endlich, wie viele. Alter, der war ja jetzt schon tot. Mensch, den vorhin mit der Viererlane auch schon besiegt. Okay, das wusste ich jetzt nicht. So stark ist er scheinbar nicht. Alles klar. Und da kommt, oh mein Gott. Jetzt kommt Hela. Autsch, 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 Autsch. Oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Das ist natürlich jetzt nicht gut. Das sieht überhaupt nicht gut aus aktuell. Was passiert denn hier? Ja, ich habe keine Verbündeten momentan. Was passiert bei dem? Ja, das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Ich muss definitiv erstmal das ganze Ding hier blocken. Habe jetzt einen Shield-Agenten dadurch herbeigerufen, worüber ich ganz glücklich bin. Autsch. Ja, das ist natürlich jetzt doof. Der kann mir jetzt halt wirklich eine Dreier-Lane dazu machen, ne? Sonst, wenn ich das jetzt nicht tue. Ja. Er macht trotzdem eine Dreierlane. Ich bin jetzt fast tot. Ich glaube, das Ding hier scheine ich wohl jetzt zu verlieren. Was kann ich jetzt großartig machen? Ich kann nicht viel machen. Gibt es hier eine Möglichkeit, dass ich da. Ah, sowas gibt es auch. Alles reicht halt nicht. Ich könnte rein theoretisch. Ja, yes, was soll mir das helfen? Das hilft mir gar nichts. Den müsste ich wegbekommen, das schaffe ich aber nicht. Insofern bin ich jetzt tot, würde ich sagen, oder? Nee, noch nicht. Die machen nur einmal einen Angriff. Doch, sie machen wieder. Nee. Jetzt muss ich muss jetzt hier hinten diese Lane zumachen. Was passiert bei ihm? Zwei Gegnern, okay. Karte benutzen. Nochmal zwei Gegner. Ich könnte auch den Tor spielen. Was passiert das? Nee, 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 nee. Das hilft mir nichts. Das hilft mir nichts. Das hilft mir nichts. Ich muss die zwei Gegner hier loswerden. Zwei Gegner. Gucken, welche zwei er nimmt. Das ist eine ganz. Ja, das könnte aber jetzt für mich der Tod sein. Failed, ja. Kampagnenlevel. 2-2 habe ich jetzt gefailt. Okay, das ging jetzt schon mal in die Hose. Alles klar. Team, ich habe ja, das haben wir ja gesehen. Hatten wir ja schon gehabt. Okay, das ging jetzt wirklich in die Hose. Wirklich überspringen. Ja, bestätigen. Starten. Also, das war jetzt ein bisschen. Hela, die Welten sind in Aufruhr. Ja, das haben wir ja schon gehabt. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Chill mal dein Leben jetzt hier. Jetzt müssen wir mal gucken, was hier passiert. Ja, ist ja gut. Goldlöckchen. So. Also, ich hätte schon beim ersten Gegner nicht so viel Schaden kassieren dürfen. Das war schon der erste große Fehler gewesen. Und der Fehler war ziemlich dämlich. Jetzt habe ich allerdings da diesen Scharfschützen, der mir wahrscheinlich ganz gut weiterhelfen kann. Ja, rein theoretisch, je nachdem, wie das jetzt hier läuft, je nachdem, wo er den hinsetzt, kann ich eigentlich. Kriege ich nicht. Okay, das war jetzt dumm. Jetzt hat er die Dreier-Lane. Und damit kriege ich jetzt schon den ersten Schaden ab.
So, das war natürlich nicht gut gespielt. Ich habe echt gedacht, ich habe jetzt tatsächlich gedacht, ja, jetzt wird der Lockout durchgeführt. So, aber jetzt kann ich wenigstens einen richtigen Schaden machen und der ist jetzt erstmal weg vom Fenster. So, besiege Hela Skelettarmee. Jetzt müssen wir mal schauen, was jetzt passiert. Jetzt kommt die Hela wieder rein ins Match. Da ist die Hela auch schon wieder. Und die tut mir jetzt richtig weh. Und dann kommt die natürlich gleich mit drei Stück hier an, ne? Was ich jetzt nicht wirklich prickelnd finde. Zumal ich jetzt als allererstes mal, was habe ich denn hier zur Auswahl? Ich habe den zur Auswahl. Zwei Stück. Also das ist gut. Dann baller ich den mal hier in die Mitte rein und dann gucken wir mal, ob ich jetzt dann zwei Stück auch wirklich gleich weg habe. Jetzt sollte ich die Überhand haben. Schauen wir mal, was passiert. Der holt sich das jetzt. Du bist dran. Der macht halt nicht wirklich viel, ne? Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. So, ich müsste jetzt eigentlich zusehen, dass ich die erstmal blocke. Ich blocke die jetzt erstmal. Jetzt müsste er ja normalerweise da oben auf diesen Zweier gehen. Ne, das macht er nicht. Er geht dahin. Okay. Dann spiele ich jetzt den hier und dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Jetzt habe ich den Hawkeye. Guck mal hier, Ja, gleich. ich habe Guck mal, es. Deadfire wieder da Hier, drauf. ist. Okay. So, Hey, das ist ja voll schlecht. Guck mal. Das ist einfach genau der gleiche Popcorn. So, jetzt muss ich erstmal schauen. Also, was hat. Ich kann leider im Moment jetzt gerade, so wie es aussieht, gar nichts machen. Und müsste jetzt eine Karte wechseln. Und jetzt habe ich wieder ein Problem. Das bedeutet, ich habe tatsächlich ein Problem. Ich müsste jetzt. Ah, und kann jetzt nochmal was machen. Okay, das ist gut. Das ist wirklich gut. Aber was sollte ich tun? Oh, da oben kriege ich plus 3. Okay, dann hole ich mir die plus 3. Und habe, ja, das ist super. Das ist jetzt gut. Oh mein Gott, mit was kommt er denn? Der da jetzt an. Autsch, 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 autsch. Ich bin dran. Zum einen könnte ich jetzt den Effekt spielen. Dann würde ich. Wie viel Schaden macht denn das Ding da? 500 bis 700 Schaden. Brauche ich jetzt allerdings im Moment noch nicht so wirklich. Ich mache jetzt erstmal das hier. Erstmal hole ich mir nochmal zwei Angriffspunkte. Jetzt mache ich da unten Schaden. Jetzt gucken. Oh. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Jetzt zieht er den darüber. Okay. Ja, das hilft mir ja nichts. Das hilft mir aktuell gar nichts. Ich müsste jetzt. Machen jetzt Folgendes. Ich setze jetzt den dahin. Dann muss der eigentlich. Eigentlich habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann einmal diese Lane hier nehmen oder ich kann diese Lane hier nutzen. Je Sieht nachdem, was aber er voll hat. böse aus. Ja, ich bin auch gerade böse. Ja? So, und jetzt habe ich eine Dreier-Lane. Und das mache ich, indem ich erstmal den wegballer. Und du schiebst mich gerade beiseite. Weg. So, und ich nehme jetzt erstmal hier die Dreier-Lane. Erstmal diese da. Das ist die stärkere, so wie es aussieht. Dann fliegt der weg. Dann gucken wir mal, ob ich sie jetzt damit besiegen kann. Also jetzt, Alter, wie viel Leben hatten die? Zu verarschen? Wie viel Leben hat denn Hela? Oh mein Gott. Was passiert? Was ist denn jetzt passiert? Verfolgen wir sie oder versuchen wir das Portal zu schließen? Ich habe sie besiegt. Okay. Können wir das Portal schließen? Wo ist Dr. Strange? Ant-Man. Cool, Ant-Man ist auch da. Auf Strange können wir nicht zählen. Das Problem ist hier. Wir sind hier. Was machen wir jetzt? Wenn wir gegen Hela kämpfen wollen, brauchen wir Unterstützung aus den anderen Welten. Die Antwort auf unser Problem liegt in Asgard. Der Stab von Watump besitzt gewaltige Macht und ich kann seine Geheimnisse nicht ohne die Weisheit der Tor. Götter ergründen. Ja, das ist Thor.
Ich werde dir diese Aufgabe ersparen, Odins Sohn, indem ich den Stab an mich nehme. Ist die Enchantress? So, okay. Will ich gar nicht. Amora! Du hast es so weit geschafft? Willst du jetzt noch gegen Amora schnell kämpfen oder wie oder was? Success, nee. Alles klar. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's für heute von Marvel Battlelines. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Marvel Battlelines mit mir immer gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.